Seid ihr herzlich willkommen. 7. Juli ist ein Portaltag. Und das bedeutet, dass unser Planet Erde steht in einer engen Verbindung zum Plejaden. Das ist eine feinstoffliche Energie und das bedeutet Heilung, eine spirituelle Richtung. Hier öffnet sich Türen, Chancen, Möglichkeiten. In diesem Abend werde ich ein Portaltagsritual halten und dieses Ritual beginnt um 23 Uhr. Per E-Mail kannst du anmelden. Die Energieausgleich beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Welche Themen das handelt, das erkläre ich jetzt bei diesem Video. Wann Portaltag ist, das haben die Mayas berechnet. Die Quelle ist die Maya-Kalender. Darüber berichte ich täglich in Facebook-Seite Dendera Susanna Medici. Bei diesem Maya-Kalender gibt es Wellen oder Schwingungen. Eine Welle dauert immer 13 Tage lang und die Zahl 13 ist eine heilige Zahl bei den Mayas und die haben auch geglaubt, diese Zahl bringt auch Glück. Diese 13 Tage oder eine Welle ist so ähnlich wie bei uns eine Woche. Dieser Portaltag, 7. Juli, befindet sich in 17. Welle und das bedeutet unserem eigenen Kraft, unserem eigenen Ideen aktiv zu werden in eine Richtung. Und wir haben Vorstellungen oder Träume oder Wünsche. Und in dieser Zeit, in diesem 17. Wellen, möchten wir das auch verwirklichen. Vielleicht nicht alleine, sondern wir bekommen Chancen, Möglichkeiten, Angebote oder Unterstützung von anderen. Dieser Portaltag ist der 8. Tag bei dieser 17. Welle und das bedeutet schon ein bisschen hin und her, soll ich nicht, klappt es oder klappt es nicht, aber das gilt nicht für die gesamten Welle, sondern das ist die Schwingung oder die Stimmung in diesem Tag und unsere Aufgabe ist, klare Entscheidungen treffen, die inneren Gleichgewicht bewahren und daran glauben, was wir vorhaben. Und wenn wir schon bei Entscheidungen sind, dann hilft uns die heutigen Symbol und das ist Zib. Und Zib bedeutet Eule. Und Eule symbolisiert Weisheit. Und jetzt mit dieser Energie, mit dieser Unterstützung, haben wir die Möglichkeit, kluge Entscheidungen zu treffen. Oder jemand hilft uns und gibt uns einen klugen Rat. Die Weisheit steht im Mittelpunkt. Und diese Weisheit hast du in dir. Oder wie ich schon sagte, kann auch jemand dir helfen. Aber die Quelle deiner Weisheit sollst du jetzt entdecken. Und das ist deine innere Stimme, deine Intuition. Da liegt die ganze Weisheit. Und Eule herrscht auch über die Nacht, vielleicht in Abendstunde, in Ruhe kommen, meditieren. Diese innere Reise ist wichtig. Natürlich, wir müssen wahrnehmen, was in äußeren Welt passiert oder welche Kontakte wir haben. Das kann auch eine großartige Unterstützung sein, aber das müssen wir jetzt im Einklang bringen mit unserer Intuition, weil das ist unsere Quelle. Ich fasse alles zusammen. Also dieser Portaltag bringt Heilung, öffnet sich ein Tor in eine spirituelle Richtung. Wir haben Ideen, wir haben eine Vorstellung, wir haben einen Traum.
Die Frage ist, wie können wir das verwirklichen? Es gibt Momente, wie gerade in diesem Tag, wo wir anfangen daran zu zweifeln. Oder möchten wir aktiv sein, was tun und dann etwas bremst uns. Und wir müssen beobachten, welche Einflüsse haben wir von außen. Das kann eine großartige Unterstützung, ein guter Rat auch sein. Also die Möglichkeiten erforschen und dann zurückziehen, nach innen schauen und hören auf unsere Weisheit. Und das ist unsere innere Stimme, unsere Intuition. Und das steht im Mittelpunkt, weil das ist der beste Ratgeber. Und dann können wir immer noch überlegen, ist das richtig für mich, ist das der richtige Augenblick, ja oder nein. Damit wir zu dieser Quelle kommen und wirklich gute Entscheidungen treffen, wie unsere Vision wir verwirklichen können, dabei hilft natürlich dieses Ritual. Und das war diese Portaltagsaufnahme, die Eule. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst. Kannst du gerne deine Meinung im Kommentar schreiben. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.